Guten Tag, Sir. Sie wünschen? Guten Tag, Ma'am. Ich würde gerne mit Mr. Levy sprechen. Ist er zu Hause? Ich bin Mrs. Levy, seine Frau. Er ist noch nicht zurück. Wissen Sie, wann er nach Hause kommt? Nein, er arbeitet im Metzgerladen und hilft außerdem im Schlachthof aus. Oft kommt er nicht vor dem frühen Morgen nach Hause und geht dann gleich wieder. Gut, hören Sie. Sobald Ihr Mann Joseph zurückkommt, sagen Sie ihm bitte, dass... Mein Mann heißt nicht Joseph. Sie sind nicht die Frau von Joseph Chaim Levy? Nein, natürlich nicht. Ich bin die Frau von Jacob Levy. Joseph Chaim Levy hat hier mit seinen Eltern gewohnt. Aber dann ist er weggezogen. Mama, Mama, wer ist dieser Mann, mit dem du da redest? Aber dieses arme Kind hat Syphilis. Man sieht es deutlich in seinem Gesicht. Lasst uns alleine, Kinder. Geht wieder rein zu euren Geschwistern. Ja, Mutter. Wie gesagt, Mr. Chaim Levy wohnt nicht mehr hier. Er arbeitet in einer Metzgerei nahe Aldgate, aber ich weiß nicht genau wo. Wenn Sie ihn dort finden, wird er sicher auch in der Gegend wohnen. Metzger wohnen immer in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Können Sie ihm vielleicht in meinem Namen eine Nachricht übergeben? Tja, also, ich sehe ihn nicht allzu oft und obwohl wir ihn kennen, haben wir nicht gerade ein freundschaftliches Verhältnis, verstehen Sie? Belästigt er dich, Mami? Nein, Simon, überhaupt nicht. Sie haben einen hübschen Sohn. Es ist außergewöhnlich, dass er blonde Haare hat. Er kommt ganz nach seinem Vater. Kräftig und blondes Haar. Warten Sie, er erinnert mich an jemanden. An einen Mann um die 50. Sehr groß, mindestens 6 Fuß und Linkshänder. Richtig? Da liegen Sie leider wieder falsch. Mein Mann ist 32 Jahre alt, nicht größer als 5 Fuß 3 Zoll und Rechtshänder. Offensichtlich leben in dieser Gegend viele Leute mit dem Nachnamen Levy. Ich werde jetzt gehen. Ach, und verzeihen Sie bitte die Störung. Vielleicht habe ich eines Tages das Vergnügen, Sie wiederzusehen. Leben Sie wohl, Ma'am. Auf Wiedersehen, Sir. Papa! Das ist der Beweis. Ich muss sofort zurück in die Baker Street. Zurück in die Baker Street. Watson, Sie sehen nicht gut aus. Und wessen Schuld ist das, Holmes? Wenn Sie mir nicht Ihr Meisterwerk in Ton gezeigt hätten. Manch eine Vorgehensweise hat größere Auswirkungen, als man es auf den ersten Blick erwartet hätte. Hören Sie, Watson, in wenigen Minuten verlasse ich die Baker Street, um Jack the Ripper zu konfrontieren und seinem schändlichen Treiben ein Ende zu bereiten. Vorher möchte ich jedoch einen Blick auf all unsere Untersuchungsergebnisse werfen, um sicherzugehen, dass die Sachlage eindeutig ist. Jack the Ripper? Sie kennen die Identität von Jack the Ripper? Ohne den geringsten Zweifel, Watson. Ich versichere Ihnen, dass wir jedes Detail kennen, um herauszufinden, wer Jack the Ripper ist. Wollen Sie diese Arbeit mit mir gemeinsam erledigen? Nun, uns fehlen immer noch gewisse Informationen, um diese Untersuchung abschließen zu können, Watson. Perfekt, Watson. Finden wir heraus, wer Jack the Ripper ist, Watson. Thank you.
Hier gibt es nichts mehr zu tun. Wir haben also 5 Verdächtige. Weisen wir jedem Verdächtigen die Fakten zu, die auf ihn zutreffen. Wir haben also 5 Verdächtige. Weisen wir jedem Verdächtigen die Fakten zu, die auf ihn zutreffen. Na bitte, Watson. Jacob Levy, Jack the Ripper. Unglaublich, Holmes. Und nicht weniger entsetzlich. Einige Gesichtspunkte dieses Falles sind jedoch noch unklar. Zumindest mir. Zum Beispiel, Watson? Warum tötet der Mann nur Prostituierte? Er hat es auf Prostituierte abgesehen, weil er sie für sein erbärmliches Leben verantwortlich macht. Er muss sie früher regelmäßig aufgesucht und sich bei diesen nächtlichen Besuchen mit Syphilis infiziert haben. Irgendwann hat er seine Ehefrau angesteckt. Und schließlich ist der Erreger über sie an mindestens eines ihrer Kinder übertragen worden. Er ist ein verbitterter Mensch, der sich für einen selbstverschuldeten Fehler rächen will, der nicht wieder gut zu machen ist. Warum tötet er nur solch kümmerliche Prostituierte? Er hatte nicht die finanziellen Mittel, um besser gestellte Prostituierte als Polly Nichols, Annie Chapman und die anderen Opfer aufzusuchen. Einmal sah er sich sogar gezwungen zu stehlen, um über die Runden zu kommen. Für diese Unbesonnenheit musste er einen hohen Preis bezahlen. Er kam ins Gefängnis und wurde von seiner Gemeinde verstoßen. Er musste also drittklassige Prostituierte aufsuchen und hat sich dabei mit Syphilis angesteckt. Und Sie sind es, die dafür bezahlen müssen. Aber warum hat er die Organe entnommen? Um sich an seiner Gemeinde zu rächen, die ihn verstoßen hat und deren Mitglieder erfolgreicher sind als er. Wegen seiner Zeit im Gefängnis war er stark benachteiligt. Er hatte von nun an den Ruf eines Diebes und Verrückten. Und so nahm er auf die hinterhältigste und schrecklichste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, Rache.
Er rieb sein Fleischermesser an der Gebärmutter einer kranken Prostituierten ab, bevor er es in der Metzgerei benutzte. Und die Niere von Catherine Eddowes verkaufte er als Kalbsniere. Warum hat er die Gesichter der letzten beiden Opfer verstümmelt? Erneut war Rache das Motiv, Watson. Was ihr meinem Kind angetan habt, müsst ihr nun ebenfalls erleiden. Und warum das Stück der Schürze und die Kreidenachricht in der Goldston Street? Es gibt nur einen Grund dafür, dass er das Stück der Schürze dort abgelegt hat und sich damit nicht nur als Verfasser der Kreidenachricht zu erkennen gegeben hat, sondern auch unnötig Aufsehen erregt hat. Er macht die Leute, die in diesem Gebäude wohnen, für seine Verhaftung verantwortlich. Die Metzgerei, die er bestohlen hat, befindet sich ebenfalls in der Goldston Street. Und die meisten Metzger, die ihn beschuldigt haben, leben mit Sicherheit in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Aber warum ist seiner Frau oder seinem Umfeld nie etwas aufgefallen? Seine Frau hat viele Kinder, die mit Sicherheit all ihre Aufmerksamkeit erfordern. Der Mann arbeitet als Metzger, was ihm bei Befragungen durch die Polizisten auf der Straße zugutekommt. Er kann damit die blutverschmierte Kleidung rechtfertigen. Zudem arbeiten Metzger häufig in der Nacht, weil das Fleisch am nächsten Morgen frisch verkauft werden muss. Er hat mit seiner nächtlichen Abwesenheit keinen Verdacht erregt. Und da er in einer Metzgerei oder einem Schlachthof arbeitet, war es für ihn einfach, seinen Plan mit der Niere umzusetzen und ein Messer mit menschlichem Blut zu benutzen. Diese Geschichte ist schockierend, Holmes. In der Tat, Watson. Lügen, Untreue, eine Geschlechtskrankheit, Mord, Verstümmelung und schließlich Kannibalismus. Dieser Fall lässt keine der Abscheulichkeiten aus, zu denen die niederträchtigsten Menschen fähig sind. Wir müssen sofort nach Whitechapel und dafür sorgen, dass dieser Wahnsinnige dorthin kommt, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann, Holmes. Ja, Watson. Ich glaube, wir sind nicht allein. Hoffentlich hindern uns diese Männer nicht daran, hineinzugehen. Ich werde hineingehen, Watson. Aber Ihre Reise endet heute Nacht hier. Entschuldigung? Sie sind bisweilen etwas hitzköpfig. Außerdem muss Ihnen Mr. Solomonowitsch einiges erklären. Ich werde drinnen nicht lange brauchen. Sie können hineingehen, Mr. Holmes. Er wartet dort auf Sie. Wir haben alles in die Wege geleitet, so wie Sie es gesagt haben. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Später. Wir schulden Dr. Watson eine Erklärung. Kümmern Sie sich darum.
Guten Tag, Watson. Holmes, wissen Sie überhaupt, was Sie da getan haben? Ich denke ja, Watson. Sie haben diesen blutrünstigen Verrückten nicht der Polizei übergeben? Was für eine Torheit! Die Polizei wird ihren gesuchten Verbrecher nie finden. Aber die verstärkte Polizeipräsenz in dieser Gegend wird indirekt positive Auswirkungen auf die hiesige Kriminalitätsrate haben. Aber Holmes, ich muss protestieren. Der Gerechtigkeit wurde nicht Genüge getan. Und wir tragen daran eine Mitschuld. Gerechtigkeit? Ich handle nicht im Dienste der Gerechtigkeit, Watson, sondern im Dienste der Wahrheit. Im Übrigen diene ich auch meinem Land. Und ich glaube nicht, dass ich ihm jemals einen besseren Dienst erwiesen habe als gestern Abend. Stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn nach Monaten des Schreckens und einem fürchterlichen Mord wie dem in der Dorset Street ein Mann jüdischen Glaubens, ein Arbeiter, ein Familienvater, der Öffentlichkeit als Täter präsentiert worden wäre. Ein Mann, der zu verantworten hat, dass Mitglieder seiner Glaubensgemeinschaft Menschenfleisch gegessen haben. Die Spannungen, die daraus erwachsen wären, hätten sich in unzähligen antisemitischen Verbrechen entladen, die Whitechapel in ein Chaos aus Feuer und Blut gestürzt hätten. Und die Familie dieses Mannes, die völlig unschuldig ist und mehr gelitten hat als die Bewohner von Whitechapel, wäre als erstes in die Schusslinie geraten. Sollen wir eine ganze Glaubensgemeinschaft in große Gefahr bringen, weil eines ihrer Mitglieder unaussprechliche Verbrechen begangen hat? Weder Sie noch ich haben das Recht, so zu handeln. Jacob Levy, Jack the Ripper, ist nun in den Händen seiner eigenen Leute. Ich habe großes Vertrauen in Mr. Solomonowitsch und die anderen Mitglieder seiner Gemeinde, die uns, ich möchte Sie daran erinnern, couragiert geholfen haben. Sie haben große Risiken auf sich genommen und mit äußerster Diskretion gehandelt. Ach ja, es versteht sich von selbst, dass Sie diese Untersuchung nicht schriftlich festhalten dürfen. Erfinden Sie stattdessen lieber eine Geschichte, in der wir diese finstere Zeit weit weg von London verbringen. Und zwar, lassen Sie mich überlegen, es muss anspruchsvoll sein, auf der Suche nach einem mysteriösen Hund, der in der Nacht leuchtet. Seien Sie nicht albern, Holmes. Wie geht es weiter? Für die Polizei ist dieser vermeintlich ungelöste Fall eine herbe Niederlage, die ihre Glaubwürdigkeit ernsthaft in Frage stellen wird. Und dieser Mann... Nun, wenn erst einmal einige Monate ins Land gezogen sind und die Polizei erkennt, dass sie in eine Sackgasse geraten ist, wird sie sich eine Geschichte einfallen lassen. Und jeder wird vermuten, dass die Polizei die geheime Identität des Mörders kennt und aus irgendwelchen Gründen nicht preisgeben darf. Jacob Levy, Jack the Ripper, wird von seinen eigenen Leuten festgehalten. Er wird bis zum Ende seiner Tage wie ein Löwe in seinem Käfig auf und ab gehen. Verfolgt von den Erinnerungen an seine Verbrechen und seinen unstillbaren Rachegelüsten. Bis ihn schließlich die Krankheit, die ihn dazu veranlasst hat, diese armen Frauen zu töten, als letztes Opfer einfordern wird.